Schön, dass ihr da seid. Wir werden heute wieder was zusammen kochen. Wir sind mal wieder bei Lea in der Küche. Das hat letztes Mal so gut funktioniert, dass wir ein zweites Mal hier aufgebaut haben. Guckt euch den Trailer an. Ich bereite mich weiter vor. Ich brauche ja noch eine Minute, wie ich gerade gemerkt habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, für Hannis Kartoffelstampf brauchen wir Kartoffeln. Das sind festkochende, die kochen wir 20 Minuten. Vorwiegend festkochende würde ich nur 15 Minuten kochen. Wir brauchen 200 Gramm Rindergehacktes. Einfache normale Haarmilch, um das nachher zu stampfen, die Kartoffeln. Da ist die Menge so, das muss man selber abschätzen. Ich brauche zum Würzen Pfeffer und Salz. Zum Anbraten des Gehacktes brauche ich das Öl. Und ich brauche für das Ganze auch noch die Gewürzgurken, ungefähr 200 Gramm. Die werde ich ganz klein schneiden und mit dem Gehackten zusammen anbraten. Beim Anbraten vom Gehackten und den Gewürzgurken packe ich ein paar Lorbeerblätter dazu. Und das Ganze ist für zwei Personen. Ungefähr pro Person 2-3 Kartoffeln. Wenn man sehr viel Hunger hat, 4, weil es eben Stampfkartoffeln werden. Aber das Ganze ist so für zwei Personen. Jetzt schälen wir die Kartoffeln. Ich habe schon welche vorgeschält. Diese werde ich noch schälen müssen. Man sieht sehr schön, dass sie vom Emder Klei kommt. Sehr lecker. Hermann, immer wieder gut, deine Kartoffeln zu benutzen. Sie lassen sich auch gut zu Pommes verarbeiten oder Kartoffelspalten. Ich muss sie mal kurz abwaschen. Das mache ich aber gerne. Dafür weiß ich, wo ich sie her habe. So, und schon habe ich die Kartoffeln fertig. Jetzt setzen wir Wasser auf, um sie zu kochen. Packen ein bisschen Salz dazu. Ich liebe Salzkartoffeln, also tue ich auch Salz da rein. Und nicht nur ein bisschen. Jetzt kommt der Topf auf den Herd. Ich koche ja zu Hause nur mit Gas, deswegen quäle ich mich hier ein bisschen bei Lea. Aber ich kriege es hin. Locker. Das wird. Jetzt kommen die Kartoffeln dran, dann das Gehackte, die Gurken, die schneiden wir jetzt und dann geht's weiter. Und jetzt schneide ich die Gewürzgurken klein. Ihr seht, sehr schöne kleine Stücke. Jetzt merke ich gerade, dass das Wasser kocht. Jetzt muss ich erst die Kartoffeln eben ansetzen. Zweimal in die Mitte durch. Und dann einfach, nicht zu klein oder zu groß schneiden, einfach normal weg. Einfach mal das Messer frei machen, damit ich mehr Platz habe zum Arbeiten. Jetzt füllen wir das um, damit wir das in die Schüssel haben, in das Schälchen hier und gleich beim Kochen einfacher behandeln können. So. Da haben wir jetzt unser Gehacktes. Ich zupfe jetzt die Lorbeerblätter ab, weil wir die gleich mit in die Pfanne reinschmeißen. So, die kann man jetzt in Ruhe trocknen lassen, kann man sie immer noch wieder verwenden. Wenn ihr sie kauft im Supermarkt, sind sie getrocknet schon. Als erstes kommt Öl in die Pfanne. Dann kommt das Gehackte dazu. Dann 2-3 Lorbeerblätter. Dann würze ich das schon mal ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Ich habe es, wie gesagt, immer gerne mal, dass man das schon vorher macht. Und jetzt setze ich das auf den Herd zum Anbraten. Jetzt habe ich die Pfanne sehr heiß angestellt, dass sie sehr schnell anbrät. Alles mische ich durcheinander. Guck, dass die Lorbeerblätter auch ein bisschen nach unten kommen gleich. Und das ist schon alles, was ich jetzt mache.
Der nächste Schritt ist, ich sammle den Lorbeer hier wieder raus, weil den wollen wir nicht mit dem Essen haben. Das schmeckt er nicht. Und wiederverwenden würde ich ihn auch nicht. Sag, wenn ihr Lorbeer wollt, meldet euch sonst bei mir. Ich habe einen ganzen Baum im Garten. Die Kartoffeln haben jetzt 20 Minuten gekocht. Jetzt würde ich sie abgießen. Dafür nehme ich dieses Tuch mit. Und da sind meine Kartoffeln schon. Und jetzt hole ich das Gehackte mit den Gewürzgurken und kipp als erstes Milch in meine Kartoffeln. Jetzt höre ich erstmal auf, weil ich nicht genau weiß, wie viel passt dazu. Und fange an mit dem Stampfen. Hier sieht man noch, dass sie richtig schön fest sind, dass ich auch noch mit ein bisschen Kraft da durch muss. Aber ich habe ja von Anfang an gesagt, ich möchte kein Kartoffelpüree. Jetzt kommt die Hackmischung dazu. Jetzt mische ich das unter. Nach meinem Geschmack fehlt mir jetzt noch ein bisschen Milch. Und jetzt probiere ich es einmal. Ist schon ganz gut. Aber ich bin ein Salz-Junkie. Also tue ich mehr Salz dazu. Mein Problem ist, ich kann das Probieren einfach nicht lassen. Dann sieht es. Ich bin jetzt am Anrichten. Ich habe noch mal eine Gurke ganz klein geschnitten, wie vorhin auch schon. Jetzt sieht man hier mit dem Servierring, habe ich das angesetzt, schön reingedrückt und jetzt streusel ich die kleinen Stücke oben drüber als eine kleine Krone. Ihr müsst nicht unbedingt einen Servierring nehmen, ihr könnt auch eine Ausstechform nehmen oder irgendwas anderes, wo ihr das schon mit anrichten könnt. Und dann ist es fertig. Ich habe jetzt angerichtet, jetzt möchte ich servieren. Es ist wirklich lecker. Wir würden uns sehr freuen, Lea und ich, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt, wenn ihr uns abonniert. Meldet euch, wenn ihr Kritik habt oder wenn wir was besser oder anders machen können. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und wenn ihr es nachgemacht habt, bitte sagt, wie es geworden ist, schickt Bilder. Wir freuen uns. Bis dann!